Hallo meine wundervollen Skorpione, schön, dass ihr da seid. Mitte bis Ende November 2023, ist Wahnsinn, oder? Ja, ist gleich um. Unfassbar, wie schnell die Zeit vergangen ist. Ich weiß noch, dass ich im Januar gesagt habe, oder war das der Dezember letzten Jahres? Das wird richtig schnell vorbeigehen, das Jahr. Das wird richtig spooky werden. Und jetzt, was haben wir jetzt? Jetzt haben wir November. Und mein Hund süht und eilt sich gerade an sein Bett. Das müsstet ihr mal sehen. Ja, genau so ist mir alles Latte wie Hose. Ich lebe mein Leben. Ich bin im Hier und Jetzt, sagt sie. Und ich strecke mich und reck mich. Das müsstet ihr sehen, Leute. Ehrlich, schade, dass ich es euch nicht zeigen kann. Aber genau das ist es, um was es ja letztendlich geht. Ne? Und wir feiern jetzt den Jahresabschluss, damit es noch schärfer und noch dynamischer geht und noch mehr Neuerungen geht. So schlittern wir in 24 rein, meine Lieben. Ich freue mich, wenn ich euch alle mitnehmen kann. Ja, und ich schlitter jetzt mit euch erstmal in den Mitte bzw. bis Ende November 2023. Wir haben hier Orakelkarten, da werde ich wieder zwei von ziehen. Und die Besonderheit in dieser Legung wird wie folgt sein. Ich habe hier zwei verschiedene Tarotkartendecks. Erstmal, weil sie so schön glitzern, ich finde die toll. Ja, passt dann auch zur Jahreszeit. Einmal das Golden Tarot und dann das Blue Tarot. Ich sag mal Blue Tarot dazu, weil es ist halt so blaulastig, so ein bisschen bunt und blau. Oder man könnte ja auch sagen Regenbogenfarben. Also wie gesagt, das nehme ich für die dritte, dieses Golden Tarot nehme ich für die dritte Woche und das blauhaltige oder das blauhaltige, ja. Wir haben heute Portaltag, Leute, seht es mir nach, ne? Wort- und Sprachfindungsstörungen sind wieder on. Herzlich willkommen in meiner Welt, in den Portaltagen. Nein, und das eher blauhaltige oder farblich blaue, überwiegende Tarot, meine Güte. Es ist ja heute furchtbar, oder? Pack mich in die Ecke, ich stelle mich da hin und sage kein Wort mehr. Das werde ich für die vierte Woche nehmen. So, jetzt habe ich es geschafft. So, es wird auch nicht rausgeschnitten, ich habe dazu keine Lust. Und für alle Skorpione, die das doof finden, ja, kann ich auch nicht ändern. Und für alle die, die mich kennen, ich freue mich so, dass ihr wieder da seid. Und wir mischen jetzt die Karten und werden einfach jetzt zwei Karten ziehen. So, ihr Lieben, wir starten hier los und muss mal gucken, welche Karten. Also die ist mir gleich ins Auge gefallen. Die soll es sein. Das ist die dritte Woche. Und diese hier soll die vierte Woche sein. Ne? Dann bitteschön. Dann werden wir mal sehen, welches Kollektiv wir hier auf diesem Kanal haben. Interessanterweise ist es, wie gesagt, dass ich die Karten nehme, weil... So, jetzt komme ich dazu. Ich glaube, ich habe es noch gar nicht gesagt. Weil, lieber Skorpion, ich gerne gucken möchte, was ist in der dritten Woche und wie entwickelt sich eventuell dein höheres Selbst weiter. Das heißt also, es könnte, dadurch, dass ich zwei verschiedene Tarots nehme, könnte es sein, dass wir Spiegelkarten haben. Das heißt also, die doppelt sind. Und damit kann ich besser sehen, wo du stehst oder wie sich etwas entwickelt. Beziehungsweise, ich kann genau sehen und bekomme auch die entsprechenden Durchgaben, wo es bei dir eventuell hakt oder wo du nochmal genauer hinschauen solltest. Und das finde ich einfach in der heutigen Zeit unfassbar wichtig. Und deswegen bin ich da sehr, sehr dankbar, dass ich diese Kartenlegung machen kann. Also ihr Lieben, so, wir fangen an. Genau, innere Antwort. Letztendlich, lieber Skorpion, weißt du, um was es geht? Ganz klar. Du kennst auch die Antwort schon. Denn die Antwort liegt in deinem Inneren. Das heißt, deine Aufgabe, und das kannst du ja sehr gut, in die Tiefe abtauchen, beziehungsweise Skorpione müssen ja immer verstehen. Und das wirst du. Indem du 19, Quersumme 10, also 1, 9, 19 oder 10, könnten wichtige Zahlen für dich sein. Hier möchte was beendet werden. Weil die Antwort hast du ja schon in dir. Jetzt sehe ich ganz viele Skorpione mit Fragezeichen hinten am Stachel. Tja, meine Lieben, wir schauen uns das Ganze jetzt mal an. Mal sehen, inwiefern ich euch hier unterstützen, helfen kann. Und noch was, meine Lieben. Denkt immer daran, egal, wenn ihr irgendwas vorhabt und es nicht so klappt, dann hat das immer einen Grund. Okay? Merkt ihr, was gerade passiert? Nachdenken, nachdenken, innehalten. Skorpion, du möchtest wieder mehr fröhlich sein, du möchtest mehr feiern, ja? Und ich sehe aber hier auch einen Skorpion, der auch dieses Thema, was dich hier belastet oder was du mit dir trägst,
dass du das auch mit Freunden teilst. Das heißt, du bist hier sehr kommunikativ. Auch das sehe ich und das ist gar nicht schlecht. Wenn man über Dinge redet und man zieht dritte Person mit in ein Thema ein, kann es sein, dass du die Dinge aus einer ganz anderen Warte siehst. Das ist super. Aha, auf Wiedersehen, ich bin gleich wieder da. Alles Gute kommt von oben. Oh. Wir haben den König der Schwerter. Ja. Wir gehen mal weiter, ja? Nee, das ist mir zu viel. Boah, 5 Karten. Nee, das geht nicht, Leute. Also wundert euch bitte nicht, wenn ich so viele Karten habe und ich sage mal so, nee und geht nicht. Das ist dann die Message von oben, ne? Der gehängte Mann. Ich erzähle euch gleich was dazu, meine Lieben. Eine kommt noch. So, genau. Wunderbar. Also, lieber Skorpion, Folgendes kann ich dir mitteilen. Die Antwort hast du in deinem Inneren. Du wirst sehr kommunikativ sein. Und es könnte sein, dass du jemanden an deiner Seite haben wirst in dieser Zeit, der dir sehr direkt sagt, du pass mal auf, Skorpion, ich kann dir gerne helfen, aber Weg A, Weg B, Weg C, das ist diese Schwertenergie. Und du wirst dir das auch anhören, könnte ein guter Freund sein, eine gute Freundin sein, mit wem auch immer du hier kommunizierst. Was ich aber hier auch sehe, ist, dass du nicht gleich handelst, sondern dass du hier in die Position des gehängten Mannes gehst. Warum? Um dir die Situation, die Antwort, nach der du suchst. Wie soll ich weitermachen? Wie soll ich entscheiden? Ich habe das und das Problem, sagst du. Ich habe die Thematik. Dann kommt jemand und sagt, ja, Skorpion, du kannst das und das und das zum Beispiel so und so und so machen. Und dann hast du auf einmal ganz viele Informationen von diesen Menschen hier und sagst, okay, halt, stopp. Innere Antwort heißt, ich reflektiere mal das, was ich fühle, mit dem, was ich im Außen gesagt bekommen habe und gehe jetzt mal in die Position des gehängten Mannes. Das ist eine Stagnationskarte. Das heißt, anhalten, stoppen, innehalten, reflektieren, hören, was deine innere Stimme dir sagt, inwiefern das parallel mit dem geht, was du gesagt bekommen hast von Menschen, die dich versucht haben abzuholen, die dich versucht haben oder dir versucht haben zu helfen. Und dann, da ist keine Tick-Tack-Uhr, die sagt, und jetzt gehst du aus der Situation des gehängten Mannes, das bestimmst du selber. Und dann gehst du nämlich in die Selbstbestimmung, Skorpion, in die Position der Herrscherin und wirst dann eine Entscheidung treffen. Und zwar aus dem Herzen heraus. Für einige wird es sein, dass du hier ein Thema hast, ein Beziehungsthema. Ja, dann haben wir hier du hast die innere Antwort in Bezug auf die Liebe. Lässt du dich auf eine neue Liebe ein? Oder was ist bei dir Thema Liebe Thema? Ja, dass du halt für dich auch sagst, okay, ich muss hier im Bereich der Liebe eine Entscheidung treffen. Oder du triffst die Entscheidung, wie ich immer sage, aus dem Herzen heraus. Wenn es keine Liebesgeschichte ist, dann triffst du die Entscheidung aus dem Herzen heraus. Ja, das ist deine Energie, Kelchenergie. Du kriegst hier eine Chance, Neuanfang aus dem Herzen heraus mit Anbindung deiner inneren oder deinem höheren Selbst, deinem inneren Kind heraus die innere Antwort dann entsprechend zu treffen. Wow, das ist jetzt viel, ne? Okay, lass uns mal weiter gucken. Wachstum, ja, es geht hier um dein Wachstum. Es geht hier um 1, 5, 15 oder Quersumme 6. 6 ist siegreich, vorangehen. Wir haben hier ganz viele positive Energien. Ja? Schmetterlinge, Leichtigkeit. Ich zeige es euch mal ein bisschen näher. So, mal gucken, aber eine scharfe Karte bitte hätte ich gern. Liebes Universum, kannst du mal bitte den Fokus? Ja, danke schön. Seht ihr? Wer bittet, dem wird gegeben. Hatten wir schon mal eine Weile, ne? Also Wachstum hier, lieber Skorpion. Es geht um dein Wachstum. Das heißt, du weißt letztendlich, dass du auf dem richtigen Weg bist. Du bist dir nur unsicher. Wie soll ich das machen? Wenn? Was könnte passieren, wenn? Ja, und das ist das, was dich so ein bisschen auch blockiert. Und deswegen beziehst du auch
in diesen Prozess andere Menschen mit rein oder du beziehst sie mit ein. So, genau. Die Stärke und Kraft bekommst du, sagst du, durch die Kommunikation. Vielleicht bist du auch sehr, sehr stark kommunikativ. Ja? Und du bist auch sehr gerne und in deiner eigenen Sicherheit, wenn du mit Menschen zusammen bist. Ja? Diese Person, die dir hier Unterstützung geben könnte, König der Schwerter, kann dieser weiblich und männlich sein. Ne? Denk dran, sind alles Energien. Diese Person, die zeigt dir deinen Mangel auf. Die wird dir zeigen, wie du aus einem Mangel rauskommst. Und die Stagnation wird auch nicht lange sein, lieber Skorpion, weil wir haben den Pagen der Stäbe. Und der Page der Stäbe ist immer jemand, der neue Wege geht. Du probierst dich hier neu aus. Du sagst, ganz ehrlich, was soll mir passieren? Ne? Ich habe ja hier Weg A, Weg B, Weg C. Ich habe darüber nachgedacht, finde ich gut. Kann ich mit in Resonanz gehen? Probiere ich mich mal jetzt aus, damit ich aus meinem Mangel, sei es finanziell, es geht ja um dein Wachstum, du rauskommst. Und das, du wirst, wie gesagt, nicht so lange in der Stagnation bleiben, aber du wirst auch neue Wege gehen. Du möchtest das auch. Das ist zu viel. Oh mein Gott, das ist aber hier heute sehr dynamisch bei dir, Skorpion. Skorpion kann sich nicht entscheiden. Nee. Bitte eine Karte springen lassen. Da ist er, schon wieder. Ass der Kelche. Also für einige wird es wirklich aus einer Mangelsituation heraus. Du wirst, wie gesagt, in der dritten Woche hast du diese Hauptenergie, Neuanfang in der Liebe, eine neue Chance in Bezug auf Herzensangelegenheiten, Herzensentscheidungen, Liebesangelegenheiten, neue Wege in Bezug auf Herzensangelegenheiten, Herzensentscheidungen. Du sagst dir, was kann mir passieren? Schlimmer wie jetzt kann es nicht mehr werden. Du wirst hier eine Entscheidung treffen, die dich zum Wachstum bringt, weil du über den Tellerrand hinausschaust. Und was sehr cool ist, diese Entscheidung, die du triffst, diese Chance, die du hast, die... Du wirst deswegen ins Wachstum kommen, weil du im Geben bist. Du sagst, okay, ich habe vielleicht hier Schulden oder ich habe hier eine Mangelsituation, aber es hindert mich ja niemand, trotz alledem ins Geben zu gehen, weil ich weiß, ich werde von Gott getragen, ich werde von meinem Schöpfer getragen und ich werde geliebt und ich bin so, wie ich bin, richtig. Ich werde aus dem, was hier was mich in den Mangel gebracht hat, da werde ich Liebe reinfließen lassen. Ich werde keine Wut, Zorn, Hass, Grauel, das werde ich alles nicht anwenden, sondern ich werde die bedingungslose Liebe einfließen lassen. Das heißt, ich werde geben mit Liebe, ich werde geben aus dem Herzen heraus. Dann bist du schon mal in einer ganz anderen Schwingungsfrequenz, weil du letztendlich im Inneren weißt, dass nur die Liebe ist die höchste Energie, die es gibt. Und nur die Liebe bringt dich zum Wachsen. Ob in der Partnerschaft, in der Ausrichtung, im Verzeihen, im Geben und Nehmen, in der Neuausrichtung. Und das wirst du hier tun. Egal, um was es hier geht bei dir, lieber Skorpion. Du wirst viel darüber reden, weil dich das in die Stärke bringt. Du wirst neue Wege aufgezeigt bekommen, ja? Von einer sehr direkten Person, die sagt, ey, du, das ist im Mangel. Oder wenn du so weitermachst, dann wirst du noch mehr in den Mangel kommen. Du wirst hier also die Unterstützung bekommen, lieber Skorpion, die du brauchst. Du wirst erstmal stagnieren, um zu überlegen, was möchte ich jetzt wirklich. Und dann wirst du aber relativ schnell neue Wege gehen. Stabenergie ist die Feuerenergie, ist die schnellste Energie, die es gibt. Und sagst, naja, tiefer kann ich nicht fallen, also gehe ich neue Wege. Und auf einmal triffst du vielleicht auch auf Menschen,
die mit dem Herzen neben dir stehen, dabei sind, dir mit dir sind, die dir eine Chance geben, die dir einfach umfänglich in deinem Prozess helfen. Und auf einmal kommst du in deine Kraft und du merkst, du wächst und auf einmal kannst du auch geben. Und geben heißt, wenn du jemanden auf der Straße begegnest zum Beispiel, dass du denjenigen anlächelst, wenn du denkst, oh Mensch, der guckt aber grimmig. Oder die Dame, der geht's ja gar nicht gut. Oder du jemanden über die Straße hilfst, das auch geben. Ne, Leute, also es ist nicht immer nur das Materielle, sondern es ist die Herzebene. Und darum geht es letztendlich. Also wenn du verstehst, dass dein Prozess ein Prozess ist, um ins Wachstum zu kommen, dass du was lernst, ja, dann heißt es noch lange nicht, dass du deswegen die Welt dafür der Welt die Schuld gibst oder deinen Mitmenschen die Schuld gibst, sondern es ist ja deine Aufgabe. Es ist ja, dass du daraus lernen sollst, aus dem Mangel heraus, dass du ins Wachstum kommst, dass du in die Größe kommst. Wisst ihr, Leute, um wieder Kraft zu bekommen, muss man manchmal erstmal im Mangel sein, damit man weiß, wie gut einem das ging. Und dann kommt das Wachstum, weil man verstanden hat, um was es geht. Es geht nicht um den Lamborghini vor der Tür, es geht nicht um das Schloss, in dem du wohnst, sondern es geht darum, dass du Herz hast, dass du mit dem Herzen siehst, denkst, fühlst und auch sprichst. Und das seid ihr Skorpione letztendlich. Ihr wollt erst verstehen, warum ist denn das so? Ich denke, das ist hier ein Prozess, da hast du ganz schön dran zu knabbern. Aber wenn du damit durch bist, dann kannst du wieder geben. Du bist in der bedingungslosen Liebe angekommen. Ja? Und du bist im Wachstum. Absolut, das wirst du merken. Im finanziellen Wachstum, im zwischenmenschlichen Wachstum. Ja? Und du kannst für dich selber entscheiden. Du nimmst wieder die Zügel in die Hand und sagst, okay, ich lasse Liebe zu. Ob die göttliche Liebe oder die menschliche Liebe, es ist völlig egal. Aber du bist dann bereit, neu anzufangen. Und dadurch kannst du wieder geben. Mega schöne Legung, ehrlich. Ganz viel Herz, ganz viel Liebe, ganz toll. Ne? Auf allen Ebenen. Lieber Skorpion, ich wünsche dir einen wundervollen November, eine wundervolle Zeit. Und freue mich, wenn ich dich das nächste Mal wieder hier auf meinem Kanal sehe. Oder höre, oder ich lese was von dir, oder wie auch immer. In diesem Sinne, alles, alles Liebe. Schön, dass du da warst. Mach's gut. Ciao.